Janet Turk liegt seit vielen Jahren im Schlafzimmer ihrer Eltern. Ihre Mutter Sherife kümmert sich rund um die Uhr um die Schwerkranke. Janet leidet an einer seltenen Erbkrankheit, bei der sich die Körperzellen immer mehr zerstören. Als Kind verliert sie zuerst die Sprache, hört mit 7 Jahren auf zu laufen. Mit 14 kann sie nicht mehr schlucken. Seit Oktober muss sie sogar nachts beatmet werden. Die Kanüle in ihrer kaputten Luftröhre wird einmal im Monat in der Lungenklinik in Meerheim gewechselt. Janet Turk ist eine Patientin, die sehr, sehr krank ist, auch schon das sehr, sehr lange. Und sie ist aus diesem Grund sehr darauf angewiesen, dass sie Pflege zu Hause hat, die sie unterstützt, weil sie sehr besondere Anforderungen hat. Sie wird beatmet nachts, braucht da Unterstützung und muss auch regelmäßig abgesaugt werden. Und es ist eine hohe Anforderung an die Pflege, die gewährleistet werden muss, damit die Versorgung adäquat funktioniert und auch nichts Schlimmes zu Hause passiert. Doch Familie Turk-Uster hat große Schwierigkeiten, einen ambulanten Pflegedienst zu finden. Wir haben sehr verschiedene Leute gehabt. Einige waren kompetent, einige waren Altenpflege, nur sauber zu machen, verstanden nicht, was sie machen. Einmal verstopfte das Beatmungsgerät. Die Pflegerin erkannte das nicht. Beinahe wäre Janet erstickt. Seit 6 Wochen kommt niemand mehr ins Haus zum Pflegen. Der selbst schwerkranke Ibrahim Uster hat alles versucht. Ich habe Leverkusen, Köln, Bergische Gladbach, alle Intensivpflegedienste angerufen und verlangt, aber meistens sagten sie, keine Personal. Keine Personal. Mutter Sherife macht nun alles. Körperpflege, künstliche Ernährung, Medikamente, umlagern und Beatmungsgerät beaufsichtigen. Also wenn die Maschine piept sind, müssen sie absaugen. Manchmal nachts fünf, sechs Mal. Stehen wir auf und absaugen, sonst erstickt sie. Nie kann Sherife durchschlafen. Immer wieder muss sie bei Alarm ihre Tochter absaugen. Sherife hat sich die nötigen Handgriffe von den Krankenschwestern erklären lassen. Nun macht sie alles allein. Dabei steht ihr eine 24-Stunden-Unterstützung zu. Die Familie hat schon sehr viel übernommen an der Pflege von Janet, aber nichtsdestotrotz, es geht um eine 24-stündige Versorgung und es muss einfach Fachpersonal da sein und gewährleisten, dass das funktioniert, insbesondere in der Nacht, wenn sie beatmet wird. Und es ist dann definitiv ein großes Problem, wenn es keine Pflege mehr gibt. Die Lungenärztin macht sich inzwischen Sorgen über den zunehmenden Fachkräftemangel. Der ist längst nicht nur im Krankenhaus zu spüren, sondern ebenso in der ambulanten Pflege. Und das trifft besonders die Patienten, die rund um die Uhr betreut werden müssten, wie Janet.